Willkommen zurück beim Witcher und wir sind auf Monsterjagd. Der Kreischling soll dran glauben und ich bin total schlecht vorbereitet. Versuch's jetzt mal hier mit der Bombe. Treibt das Monster mit Hilfe einer Bombe aus seinem Versteck. Jetzt gucken wir mal. Moment. Stecken wir nochmal weg. Die ist nämlich hier oben drin irgendwie. Not here. Was? Must have fled through another exit. Gotta nab it before it gets away. Na toll. Stelle das Monster. Ah, das sieht doch ganz gut aus. There it is. Won't get away this time. Ja, ich habe leider nicht das richtige Öl dabei und bin auch sonst eher mittelgut ausgestattet, aber wir wollen mal sehen, vielleicht kriege ich es ja irgendwie mit dem Schwert zerhackt, das arme Monster. Aha, mal schön runtergeglitscht. Das soll ja ganz gut sein. Ja, das betäubt schon mal. Der Angriff der Bestie bringt dich zum Bluten. Die Blutung hält einige Zeit an und verursacht stetigen Vitalitätsverlust. Wenn du über den Tank Schwalbe oder einige Lebensmittel verfügst, kannst du sie konsumieren, um die Regeneration deiner Vitalität vorübergehend zu beschleunigen und der Blutung entgegenzuwirken. Außerdem kannst du Quenzzeichen wirken, um alle Effekte, die die Vitalität beeinträchtigen, sofort zu stoppen. Es gibt noch viele weitere Effekte wie Bluten, die im Spiel auf dich gewirkt werden können. Alle derzeit wirksamen Effekte werden unter deinem Vitalitätsbalken und im Schnellzugriff angeschaut. Dann gebe ich mir doch zumindest mal eine Runde Quen. Uah. Hallo. How long are you gonna make me wait? Oh, jetzt ist er aber ein bisschen gefreut. Was ist denn hier los? Wieso kann ich da nicht wegrollen? Kann irgendwie wieder aufschalten. Noch nicht abrollen. Ich weiß nicht, was los ist. Eieiei. Ah, das war ein bisschen dumm. Mhm. Und tschüss. Puh. Das war knapp. Mann, oh Mann. Gut, dass er einige coole Sachen dabei hat. Oh, ein Zwergenbeil und eine Gorgo-Trophäe. Wollen noch mal sehen, ob die Gorgo-Trophäe für Plötze irgendwas wäre. Ach so, hat er schon dran gemacht. Und bringt was genau? Chance auf Verstümmeln. Hm, na gut. Ja, gut, dass wir die Pfeife eingesammelt haben. Gorgo-Ei, Gorgo-Magen und ein Gorgo-Mutagen. Bringt uns das was? Hm, nicht wirklich. Ich habe den zweiten Platz. Ja, dann. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Das
Zeichenintensität plus 5. Und da kann ich auch noch eins steigern. Jetzt möchte ich mal schauen, was. Nehmen wir doch mal das hier. Also, achso, da gibt es noch Stufe 1. Na? Die sind schon gemaxt. Die Pfeilabweisung, da habt ihr mir abgeraten, dass man die wohl doch nicht unbedingt braucht. Das heißt, den lasse ich jetzt erstmal, wo sie ist. Hier könnte ich natürlich noch einen dazu kaufen, ne? Leichte Rüstung. Was haben wir hier? Maximale Vergiftung. Adrenalinpunkte. Bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich die brauche und wenn ja, für was genau die Adrenalinpunkte. Das ist natürlich ganz praktisch. Armbrustbolzen benutze ich ganz schön selten. Pyrotechnik, naja. Besserer Kampf ist schon mal nicht schlecht. Maximale Ausrüstung wird erhöht. Das ist natürlich gar nicht schlecht, weil das nervt immer extrem, wenn man zu viel mit sich rumschleppt. Andererseits könnte man auch einfach die Sachen einfach immer rechtzeitig verkaufen. Gourmet. Habt ihr mir geraten, soll ich nehmen, wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch. Passt auch gut zu mir. Ach so, ich brauche erst noch einen neuen Slot. Okay. Ach, da kann ich den hier. Wann kriege ich den nächsten Slot? Mit Stufe 10. Ah ja, gut, die habe ich eh gleich. Naja. Ja, cool. Dann hätten wir mal das erste Monster erledigt. Sehr schön. Und dann holen wir uns doch gleich auch die Lohnung ab. Ist der hier oben seinem Krähenfels? Wie ich da hinkomme. Einmal links außen rum und dann ist da die Brücke. Go, go! Go, go! Ach, oder ich warte natürlich einfach der Linie nach. Ja. Sehr gut gemacht. Es ist schon wieder eine neue Aufnahmesession übrigens. Es ist schwieriger als ich dachte, diese eine Session in der Woche zu schaffen mit 7 Folgen für die Woche. Noch habe ich ein kleines Polster, aber ich muss mir langsam, glaube ich, mal die Zeit ein bisschen anders einteilen. Also entweder zweimal die Woche so 3 Folgen aufnehmen, weil man vergisst doch einiges wieder zwischendurch, vor allem wenn man endliche Spiele spielt. Das ist gerade mit der Steuerung, mit solchen Pausen immer ein bisschen heikel, sich dann da wieder einzufuchsen. Habt ihr im Kampf vielleicht gerade gesehen. Wenn so Spiele nur einmal sich auf eine Steuerung einigen könnten. Hier ist jetzt der leichte Angriff auf X, bei Assassin's Creed ist er auf RB. Blocken hier mit LT, bei Assassin's Creed mit LB. Also da wirst du echt wahnsinnig. Ausweichen mit A, dann woanders wieder mit X. Nur absteigen geht mit B. Fast immer. Wenn man nicht gerade mit Y absteigt. Soft Chat. Das ist mit meiner Belohnung. Greetings. Yeah? Shrieker won't trouble you anymore. Thank you, Master Witcher. Your reward. Tain't much, but as they say, take care of the pennies. Keep the coin. You took in an orphan. Need it more than I do. And they call witches unfeeling. Inhuman. Well, I thank ye. From the bottom of my heart. Und da haben wir auch schon Stufe 10. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt diesen zusätzlichen Slot auch noch belegen. Das Muttergegenwart schon das Richtige, oder? Ich müsste doch die auch noch kombinieren können. Gorgo-Muttergen. Ja, da brauche ich wahrscheinlich nur ein drittes Nebling. Dann kann ich mir so ein großes bauen. Aber verknüpft das jetzt hier natürlich nichts. Schade. Naja.
Na gut, wie geht's weiter? Ich glaube mit den Herrinnen des Waldes, oder? Die verbleibenden Spuren in Wellen und die Frau des Barons finden. Das ist mit der Herrinnen des Waldes Quest verknüpft. Ansonsten kann ich nur noch Erzdorf und zum Wahrsager und da die Gwent-Quest weitermachen. Und zum Haus Rückers alles ungefähr mein Level. Verteidiger des Glaubens auch mit den beschädigten Schreinen. Aber jetzt gehen wir mal zu den Mumien im Buckelsumpf. Das wird cool. Noch vorher kaufe ich hier, glaube ich, noch schnell ein. Hier ist der Gesicht. Warum hier daheim rum? Spot a cider for you? Or a bit of dry curd? My larder's not exactly bursting, but what I got sure to please. Like to take a look. Bisschen Geld hat er ja wieder. Ihr habt mir gesagt, ich soll die Sättel verkaufen und recht habt ihr gehabt. Denn die sind so schwer. Weg damit. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Blumen weg, Fläschchen weg, Pfeife weg, Schädel weg. Und die will ich aus irgendeinem Grund immer behalten. Rezepte hat der nicht. Hat eigentlich auch sonst nichts, was ich brauche. Naja. Farewell. Da schnarcht schon jemand. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Mal eine Runde meditieren. Dann ist auch endlich wieder hell. Oh, bis 4 Uhr morgens. Tut Geralt auch mal gut. So, und dann geht's im Morgengrauen Richtung Buckelsumpf. Wenn wir da auf dem Weg nach irgendwelchen Händlern vorbeikommen, umso besser. Oder in Erzdorf, dann kann ich ja die Runde Gwent noch mitnehmen, aber sieht nicht so aus. Und wo muss ich hin? Hier unten, um Gottes Willen. Das heißt, am besten mal zu dem Dorf hier rüber. Wie komme ich da am besten hin? Hier durch Lindenthal wahrscheinlich. Nehme ich noch das Fragezeichen hier mit. Oder mit dem Boot. Wäre auch eine Option. Nee. Gut, dann Richtung Osten. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die Höhle des Kreischlings schon durchsucht hatte. Wenn nein, könnt ihr das in meine Kommentare schreiben, wenn ich das jetzt falsch erinnere. Dann mache ich mir da noch einen Marker und reite da nochmal hin. Vielleicht gibt es ja da noch was zum Looten, was ich jetzt vergessen habe. Sollte ein bisschen Schwerfeld einreiten, kann ich schaden, oder? Show me what you got. Wer einmal kurz in die Alchemie reinschauen, was ich denn dringend an Zutaten brauche. Also Katze zum Beispiel. Sollte ich schon lange mal machen für die ganzen Höhlen. Schneesturm kann ich schon brauen. Ist nicht schlecht, aber ich glaube, das hefte ich mir mal an. Das heißt, ich brauche Bärbeerrohrfrucht und Wasseressenz. Sonst kann ich mir gerade nichts brauen. Armbrustbolzen, na gut, die kann ich mir sogar selber bauen. Präzisionsbolzen. Ah, ich benutze die halt nie, nicht, dass ich da irgendwas für brauche. Brauche ich auch nicht. Silberschwerter kann ich mir bauen lassen.
Für Harpy hätte ich sogar alles, allerdings bin ich da noch ein bisschen zu schwach. Das nächste hier wäre Glanz. Da brauche ich nur noch einen Silberblock und das ist schon um einiges stärker als mein aktuelles, aber hat die ganzen Boni nicht. Und hat auch keine Slots für Runen. Dann wäre der vielleicht ein sonst Stufe 16 dauert auch noch eine Weile. Und bei den Stahlwaffen ist auch kein Bauplan da, der mir jetzt momentan wirklich was bringt. Die sind alle schlechter, außer hier das, aber das ist auch erst in 5 Leveln sinnvoll. Naja, schade. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Alchemiegurken. Habe ich gemacht. Eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Grundschüler, eh. Dass ich ohne Ritalinie überhaupt zurechtkomme. Jetzt ist hier natürlich wieder... versteckt sich im Busch. Let's go! So, wo muss ich hin? Links rum, nach Lindenthal. Dass die Kamera da immer so steil hinter ihm geht, das ist ein bisschen lästig. Man will doch was von der schönen Landschaft sehen. So, so sehe ich gerade mal 10 Meter vor mich, das ist auch ein bisschen Fahrt. Da muss man eben nachjustieren. Nur weil das Schwert gezückt ist. Nee. Das ist schon komisch, oder? Das nervt mich ein bisschen, ganz ehrlich. Ist das ein Bug oder ist das Absicht? Und wenn ja, wieso sollte man sowas so machen? Gibt überhaupt keinen Sinn. Von Seiten der Entwickler. Slow now. Slower. Ist der bewachte Schatz auf? Und was wird der bewacht? Das Zwischenspeichern. Aber ich kann das nicht speichern. Ja, das ist ja hervorragend. Bär, oder? Okay. You're gonna make me wait.
blöd. Aber da sieht dieses Hairwork schon geil aus in dem Fell, nur Geralds Kopffell sieht nicht ganz so geil aus. Oh, ein Schwert der Vrihet-Brigade. Das sieht gar nicht so toll aus. Sonst irgendwelche Boni hier? Oder irgendwas zum Looten? Nee, ne? Schade. Naja. Giddy up! Whoa! Dann reite ich jetzt nochmal zu diesem Anschlagbrett hier. Komme ich da lang? Einfach so, ja. Und dann geht's hier los. In der nächsten Folge wahrscheinlich dann mit dem Numen von Huppelsumpf, aber das Anschlagbrett ist nicht akzeptiert. Habe ich eigentlich schon mal Mumien von Buckelsumpf gesagt? Bestimmt, oder? Da müssen wir mal das Netz abgrasen nach so einem Supercut. Let's Player, die den Quest gespielt haben. Und dann immer Mumien statt Mumien sagen. Mumien. Ah, da ist doch irgendwas. Ist das ein Reif? Nee. Oh. Das gefällt mir aber gar nicht. Da heißt es mal schnell weg hier. Wo ich mit der fertig werde, mit der Wildern oder Wildern. Spricht man das korrekt aus? Ja, toll, Plötze. Ist überhaupt nicht bergfähig. Voll verirrt. Nein. Bei Gegenlicht und regennasser Fahrbahn ist das alles sehr gefährlich. Ich kann nichts anderes erzählen. Giddy up. Hey there. Was ist denn hier los? Niederwirr. Guten Tag allerseits, mein Name ist Garrett und wir machen zusammen eine kleine Pause. Tschüss.